heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Wir haben eine klare Nacht, die uns bevorsteht, eine kalte Luftmasse, die da ist und der Wind schläft ein. Und das sind die Zutaten für eine Strahlungsnacht, für eine richtig gehend kalte Nacht. Und die steht uns jetzt bevor, von Mittwoch auf Donnerstag. Es besteht zum Teil so in den Riedlandschaften außerhalb der Städte, dann auch so vom Bezau einwärts Richtung Hinterwald oder von Schruns Richtung Partennenrhein die Gefahr von Bodenfrost. Luftfrost, also das wäre in 2 Meter Höhe gemessen, das wird noch nicht reichen, aber so im Zehenspitzniveau, also 5 cm über Boden, da besteht die Gefahr von Bodenfrost. Ortsgenaue Vorhersagen, ob es in Ihrem Ort Frost gibt, das finden Sie auf kachelmannwetter.com. Schauen wir auf Donnerstag, wir werden dafür belohnt mit einem wunderbaren Tag. Viel Sonnenschein von früh bis spät. Nach diesem kalten Tagesbeginn geht es hoch mit den Temperaturen auf 16 bis zu 18 Grad. Also richtig angenehm dann im Laufe des Nachmittags an der Sonne. Fast wolkenlose Verhältnisse, auch das Bergwetter ist sehr gut. Auf der Kanzelwand 6 Grad auf 2000 Meter Höhe. Auch dort geht es jetzt rasch aufwärts. Der Schnee, der in den letzten Tagen gefallen ist, der schmelzt nun dahin. Bergwetter bleibt auch in den nächsten Tagen, Ausflugswetter sehr gut. Das Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, viel Sonnenschein. In der Höhe wird es ziemlich mild mit 10 Grad auf 2000 bis 2500 Meter Höhe. Unten im Flachland sonnige Verhältnisse. Am Freitag kalendarischer Herbstbeginn. Das Wetter bleibt wunderschön. Es ist auch keine Nebelgefahr vorerst. Erst dann mit dem alternden Hoch zum Sonntag hin ein paar Wolkenfelder und vielleicht in der Bodenseeregion ein paar Frühnebelfelder. Die Temperaturen am Nachmittag, Sie sehen selbst, bis zu 20 Grad. Das war's vom Wetter für Gott bei Ländle TV.